Wussten Sie schon, wenn man bei YouTube der Anzahl schlechter Berichte über Zeugen Jehovas Glauben schenkt, dann könnten Menschen, die sich massenabhängig ihre Meinung bilden, frei nach dem Motto, 1 Milliarde Fliegen können ja nicht irren, Schweinekot muss gut schmecken, meinen, Zeugen Jehovas sind die schrecklichste Glaubensgemeinschaft auf Erden. Wenn man den Suchbegriff Zeugen Jehovas eingibt, findet man mehr als 100 Mal mehr schlechte Berichte über die Organisation als gute. Ist die Ursache der hohen Anzahl schlechter Berichte, dass die Organisation der Zeugen Jehovas 100 Mal schlechter ist als andere christliche Organisationen? Seit 2016 nutze ich unter dem Namen Ein Christ YouTube auch, um in den Kommentaren anderer YouTuber zu mehr Toleranz und zum Frieden unter uns Christen aufzurufen. Auf Seiten der Gegner von Zeugen Jehovas stieß ich auf heftigste Widerstände. Viele Gegner hetzen, diffamieren und verbreiten Lügen über Zeugen Jehovas. Feststellen kann man, Videos, die zeigen, wie schlecht und böse die Organisation der Zeugen Jehovas ist, erreichen höchste Klickzahlen. Einige konnten schon geldbringende Werbung zwischenschalten. Nun, was ist an den etlichen der schlechten Geschichten über Zeugen Jehovas wirklich dran? Was sind Tatsachen? Was sind Lügen? Sie kennen die Sendung Hart aber fair mit Frank Plassberg als Moderator. Millionen Zuschauer verfolgen im ersten Montagabends spannende Diskussionen zu interessanten Themen. Immer dann, wenn Aussagen der Gäste angezweifelt werden, dann wird ein Faktencheck angekündigt, der einige Tage später auf der Website vom WDR zu finden ist. So ein Faktencheck über schlechte Berichte, meist von Gegnern der Zeugen Jehovas, möchte ich jetzt einmal vornehmen. Kommen wir zu einer ersten Lüge. Da sind zum Beispiel YouTuber, die behaupten, in Australien gäbe es bei den Zeugen Jehovas 10-mal mehr Fälle von Kindesmissbrauch als in der katholischen Kirche. Fakt ist, die Zahlen der Missbrauchsfälle bei Zeugen Jehovas kommen von ca. 70.000 Anhängern. Die Zahlen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche kommen von nur ca. 10.000 Geistlichen und Ordensleuten. Fazit: Hier werden, wie man im Volksmund sagt, Äpfel mit Birnen verglichen. In einem echten Vergleich müsste man die Anzahl aller Kindesmissbrauchfälle, die von Katholiken begangen wurden, kennen. Aber diese sind nicht von den 5,3 Millionen Katholiken in Australien erfasst worden, sondern nur von der geringen Anzahl Geistlicher. Ich frage, ist es ein Mangel an Informationen von den Gegnern, bei den Gegnern? Oder blinder Hass, was die Gegner der Zeugen Jehovas zu solchen Falschanklagen veranlasst? Eine zweite Lüge. Ein YouTuber, der sich überheblich die wahre Wahrheit nennt, behauptete, Zeugen Jehovas veruntreuen die Spendengelder ihrer Mitglieder, um Sportveranstaltungen zu spenden. Eigens dazu habe ich die Organisation der Zeugen Jehovas angeschrieben. Folgende Antwort kam, was man ja auch hier so nachlesen kann. Hier wird gesagt, dass es eigentlich immer um Falschanklagen geht, um Verdrehen der Tatsachen.
wie man ja hier selbst in dem Text auch lesen kann. Eine dritte Lüge. Gegner sagen, Jehovas Zeugen sind keine Christen, weil diese nicht an Jesus Christus, an den Sohn Gottes glauben. Fakt ist, Zeugen Jehovas haben eigens ein Buch mit dem Titel Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben herausgebracht und erklären, dass Jesus als Sohn Gottes der einzige Weg zum Vater ist. Jeder, der fair bleiben möchte, schauen Sie jetzt mal selbst, kann auf den Website der Zeugen Jehovas dieses Buch sogar online lesen. Was meinen Sie, warum wird so viel Schlechtes von Zeugen Jehovas behauptet? Warum werden so viele Lügen erzählt? Nun will ich die Lügen und Falschanklagen verlassen und mich dem zuwenden, was ich an Zeugen Jehovas als sehr gut finde, worüber man wohlreden kann. Denn schlechte, manchmal sogar falsche Berichte über Zeugen Jehovas gibt es schon genug. Ein erstes Gutes. Der missionarische Eifer der Zeugen Jehovas ist für mich beispielhaft. Im Jahre 2019 haben 8,7 Millionen Zeugen Jehovas über 2 Milliarden Stunden missioniert. Das sind rein rechnerisch 19 Stunden pro Monat, die ein Zeuge Jehovas, jeder, evangelisiert. Das ist für mich ein Hut ab wert. Zum Vergleich, der von mir hochgeschätzte charismatische Prediger Olaf Latzel aus der St. Martini-Gemeinde in Bremen berichtete einmal, wenn er die Gemeinde zur persönlichen Evangelisation an einem Wochenende in der Bremer Innenstadt ruft, dann kommen ca. 3% seiner Gemeindeglieder für ein paar Stunden, obwohl er vorher in seiner ihm eigenen machtvollen Art der Gemeinde die Wichtigkeit und Verantwortung jedes Einzelnen an der Verkündigung deutlich ins Gewissen redete. Wenn Zeugen Jehovas aufgerufen werden, die Menschen zum Gedächtnismahl zum Beispiel einzuladen, dann beteiligen sich daran nahezu 100%. Könnte es sein, dass hier der gleiche Heilige Geist wirkt, wie er in den ersten Christen wirkte? Den ersten Christen wurde das Evangelisieren verboten. Was sagten sie? Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20 und 5, Vers 32 lauten: Wir unsererseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder der andere Text? Für diese Tatsache sind wir Zeugen und auch der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Ich führe die weltweite Evangelisation zur Ehre Jehovas und Jesu auf die Kraft des Heiligen Geistes zurück. Was glauben Sie, woher dieser Eifer kommt? Ein zweites Gutes. Meine Ehefrau gab mir als Antwort auf meine Frage, was sie als gut bei den Zeugen Jehovas findet, folgende Antwort. Die Zeugen Jehovas offenbaren weltweit und insbesondere in den Ortsgemeinden selbstlose Liebe untereinander. Junge Christen kümmern sich fürsorglich um ältere Glaubensgeschwister, besuchen sie, putzen, erledigen Einkäufe, fahren sie zum Arzt, renovieren deren Wohnung, helfen beim Umzug, kochen für die Kranken und vieles mehr. Ältere Christen helfen Jüngeren durch ihre Lebenserfahrungen auf dem Weg zum Herrn.
wie sie unter Verfolgung ihren Glauben bewahrt haben, mit allen möglichen Schwierigkeiten im Leben klarkamen und sie trotz mancher Probleme die Freude bewahrt haben. Geistig und physisch sind sie füreinander da. Soweit der Kommentar meiner Frau. Ich frage mich, treffen bei ihrer Beschreibung der Liebe unter den Zeugen Jehovas nicht die Worte Jesu aus Johannes 3, Vers 35 zu? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich denke ja, solche Liebe erwartet unser Herr Jesus Christus unter seinen Nachfolgern. Ein drittes Gutes. Ein mir gut bekannter Gymnasiallehrer für Soziales und Politik gab mir vor einiger Zeit einen Zeitungsabschnitt aus der Zeitschrift Die Zeit vom 24. Januar 86. Hier wird von einem evangelischen Christen berichtet, der als einziger evangelischer Christ im Dritten Reich wegen Kriegsdienstverweigerer hingerichtet wurde. Sein Name war Hermann Stör. Im selben Absatz des Artikels heißt es, in Hitlers Großdeutschem Reich stand dem Waffen- und Führer absegnenden Kollaborationsbischof Müller und seiner deutsch-christlichen Anhängerschaft ein einziger Protestant gegenüber, der den Kriegsdienst konsequent verweigerte. Ein Protestant neben immerhin 7 Katholiken, 2 Quäkern, 7 Mitgliedern der 7-Tage-Adventisten und etwa 7000 Zeugen Jehovas mit gleichem Schicksal. Von den letzten wurde die Mehrzahl ohne juristische Verfahren in Konzentrationslagern und Haftanstalten umgebracht. 203 fanden aufgrund entsprechender Gerichtsverfahren den Tod. Also, ich bin beeindruckt von der konsequenten Kriegsdienstverweigerung aller Zeugen Jehovas weltweit. Das fasziniert mich besonders. Ein Pazifist sagte mal, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Zeugen Jehovas gehen nicht hin. Mit Zeugen Jehovas kann man keinen Krieg führen. Mit Jesus erst recht nicht. Er lehrte die Feindesliebe. Was denken Sie? Ist die Feindesliebe ein Merkmal wahrer Christen? Ein viertes Gutes. In einigen Ohren mag es gar nicht angenehm klingen, wenn ich die Gemeinde- oder Kirchenzucht bei Zeugen Jehovas als gut empfinde. Während viele Kirchen biblische Sittengebote verlassen, halten Zeugen Jehovas so sehr daran fest, dass sie Sündentreibende durch ein für diese speziell eingerufenes Rechtskomitee Hilfen zur Umkehr, zur Buße anbieten. Erst wenn eindeutig feststeht, der Sündentreibende lehnt jede Hilfe ab und ist reuelos, dann wird diese Person exkommuniziert, also ausgeschlossen. Damit sorgen Zeugen Jehovas dafür, dass sich kein verderblicher Sauerteich in der Gemeinschaft ausbreiten kann. Die Versammlung wird rein erhalten und wird zu einem Magnet für alle Menschen, die sich schon heute nach göttlicher Sittenordnung auf Erden sehnen. Ein fünftes Gutes. Als das Satellitenfernsehen aufkam, dachte ich als Christ, wie wunderbar wäre es doch, wenn das Evangelium über Satellitenfernsehen in alle Haushalte käme. Die Zeugen Jehovas hatten eine bessere Idee. Sie nutzen das Internet,
erreichen dadurch mehr Menschen und geben jedem die Freiheit, sich nach seinen Bedürfnissen sein Programm jederzeit selbst zusammenstellen zu können. Ein aktiver Zeuge Jehovas, den ich angeschrieben habe und bat, mir zu sagen, was er als Zeuge Jehovas gut empfindet, schrieb mir am 12. Oktober 2020 diesbezüglich Folgendes. Hier ein Auszug. Wenn du noch etwas Besonderes bemerken möchtest, fällt mir nur noch die Website der Zeugen Jehovas ein, die mittlerweile in über 1000 Sprachen übersetzt wird. Hier folgt ein Link. Wenn wir darauf klicken, dann kommen wir zu einer österreichischen Zeitung, die das bestätigt. Auch eine andere Webseite erwähnt das und vergleicht den Umfang mit anderen bekannten Websites. Und wenn wir auch darauf klicken, wird das auch wieder bestätigt. Ganz besonders aufmerksam machen möchte ich hier auf ein Zitat, das hier unten erwähnt wird. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, Apple Websites wird in 126 verschiedene Sprachen übersetzt. Googles Suchseiten in 149 Sprachen und der Inhalt von Wikipedia stehen in 290 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Zum Vergleich, die Homepage der Zeugen Jehovas stellt alle Lokalisierung dieser drei Websites zusammengenommen in den Schatten. Darüber hinaus werden die gedruckten Veröffentlichungen der Zeugen Jehovas in noch mehr Sprachen übersetzt und weltweit verbreitet. Eine erstaunliche koordinierte Übersetzungsleistung. Der Zeuge Jehovas schreibt weiter, es mag sein, dass dieser Vergleich von 2018 zahlenmäßig nicht mehr stimmt, dass der Wachturm die auflagenstärkste Zeitschrift ist. Mag ich schon gar nicht mehr erwähnen, wo er mittlerweile doch sehr dünn geworden ist. Immerhin, laut Wikipedia, wenn man darauf klickt, sieht man, dass die Zeitschrift immer noch an erster Stelle steht. Meine lieben Zuschauer, es könnte nun sein, als wollte ich die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Himmel loben und sehe diese als eine vollkommene Gemeinschaft. All jene, die das von mir meinen, sei gesagt, ich glaube nicht, dass es überhaupt eine vollkommene Christengemeinde gibt. Sie können ganz sicher sein. Gäbe es eine und ich würde ihr beitreten, dann wäre sie ab diesem Augenblick sofort nicht mehr vollkommen. Ich glaube, unser Vater Jehova und unser Herr Jesus Christus segnen nicht nur die Schritte von Menschen, die Gott suchen, sondern auch die Schritte von Gemeinschaften, die Gott Suchenden helfen, über unseren Herrn Jesus Christus zum Vater und zum ewigen Leben zu kommen. Mein Appell an Mitchristen ist, überlassen wir unserem Herrn Jesus Christus das Richten über Menschen und Gemeinschaften. Jesus rät uns, bevor wir anfangen, den Splitter aus den Augen unserer Brüder zu ziehen, sollten wir den Balken aus unserem eigenen Auge beseitigen. Alle Gemeinschaften, die das Glaubensfundament Jesus Christus haben und gute Früchte hervorbringen, sollten wir als unsere Brüder in Christus betrachten. Für mich trifft das auch auf Zeugen Jehovas zu.